So, ihr Lieben, weiter geht's. Wir forschen immer noch in Dantes Vergangenheit rum. Und hören schon wieder irgendjemanden hier wild rumkeuchen. Ich will gar nicht wissen, was die hier früher für Partys veranstaltet haben. So wie sich das hier die ganze Zeit anhört. Was sehe ich hier irgendwas? Hier ist doch nichts. Das hört sich so an, als würde es von hier kommen. Egal, Freitod! Doch. Gib mir mehr Köpfe. Oh, hallo. Ein Kupferschlüssel verwenden. Aber klar doch. Heißen wir das Chaos willkommen. Rein da. Oh ja. Kupfer. Einfache Vernichtung. Töte alle Gegner innerhalb der Zeit. Drücke Back, um anzufangen. Alles klar. Gar kein Schilder, ne? Kann ich dir theoretisch auch so kalt machen. Joa, sag mal. Ja. Oh, nee, die Axt ist mir eindeutig zu langsam. 3, 4, 5 und 6. Abgeschlossen. Yay! Da, wo ist mein Preis? Oh. Oh ja, mein Lieblingsstück. Yay. Ja. Ich wollte eigentlich vorlesen, was da unten rechts jetzt gerade stand, aber gut. Irgendwas mit die Party wird echt. Punkt, Punkt, Punkt. Könnt ihr ja nachlesen, ihr könnt ja Pause drücken. Ich kann das jetzt gerade nicht. Kann ich hier eigentlich was machen? Nein. Ganz offensichtlich nicht. Oh, dieses Geräusch. Ah! Oh Gott. Wer macht so einen Scheiß? Ja, endlich. Oh mein Gott. Ja. Und länger springen. Ach, sag mal, ist das dein Ernst? Ja, endlich. Stille. Ja. Bam, Baby. Geht doch. Spada. Oh, Scheiße. Sie sind hier. Sie sind hier. Was zur Hölle war hier los? Wir haben uns gefunden. Wir müssen hier raus. Los. Ich habe keine Ahnung, was hier los war, aber ich gehe erstmal hier hin. Weil wenn ich der Mutti hinterher renne, dann... Ja, kein Spinnchen mehr. Dann komme ich hierher wahrscheinlich nicht mehr zurück, deswegen gucken wir uns erstmal hier kurz um. Wir finden wahrscheinlich richtig viel, wie ich gerade sehe. So arg viel. 8 Schlüssel, 15 Seelen. Hm. Ja, hier auch. Oh, ist das... Ist ein paar Spinnen nichts gewesen, mein Gott. Stoppt ihn! Geschützter Bartos. Ja, jetzt haben wir auch noch ein Schild. Pisser. Oh, jetzt nicht mehr. La 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 la. Ich schmetze so gern. Wow. Nein. Wie konnten Sie uns finden? Madame? Was ist das denn? Ja, ich weiß auch was. Habt ihr das gerade gehört? Wer bitte schön stöhnt denn so, wenn er rennt? Ich meine, schnell atmen, okay, aber. Nein! 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 Oh Gott! Wie konnten Sie uns finden? Oder besser gesagt, Fatima, hat sie nicht auch komm schon gemacht? WTF, Leute, WTF. Ich sehe gerade meine Gesundheitsleiste ist ein bisschen im Keller. Gegenstände verwenden. Hab
ich das denn geschafft? Jetzt nur durch das Runterfallen? Wahrscheinlich nicht. Hust. Entschuldigung. Mie. Soll ich da echt rüberspringen? Okay, war doch nicht so weit. Gibt's hier noch irgendwas zu entdecken? Ja? Gibt's hier noch ein Schlüssel für mich? Eine Seele? Komme ich da rüber? Kann ich da lang? Wow. Ja, das hat sich richtig gelohnt wieder. Ich merke schon. Warum zum Henker kann ich hier langlaufen, wenn hier eh nichts ist? Das ist doch verarschen. Das Spiel will mich ärgern. Das finde ich nicht gut. Da will ich mal aufmerksam sein, ja? Dann bringt das eh nichts. Ich weiß gar nicht, ob wir schon wieder... Oh doch, wir können schon wieder was verbessern. Auch Abita dann gleich. Beben? Was war das? Achso, von oben. Ich glaube, ich würde lieber das verbessern. Ja, tue ich auch. Sehr gut. Wenn wir gerade dabei sind, kann ich ja nochmal einen... Oh, ich gleich einen großen. Ich hole gleich einen großen. Einen großen Lebensstern. Nur für den Notfall. Ich höre schon wieder Spinnen. Oh, das hört sich so widerlich an auf den Kopfhörern. Ja, auf den Kopfhörern. In meinen Ohren. Durch die Kopfhörer. Wie auch immer. Ich sehe euch nicht. Wo seid ihr? Da komme ich sowieso nicht durch. Hallöchen. Ist das Mutter? Ich hab dich lieb, Dante. Ich dich auch, Mami. Sorry. Ja, auf die Fresse. Scheiß Dämonen. So. Oh. Der scheint wirklich mehr drauf zu haben jetzt. Ja, komm schon. Yeah. Konzept. Konzeptzeichnung freigeschaltet? Stand das gerade echt da? Ich muss mir echt nochmal die Aufnahme angucken. Der Boden fliegt weg. Schön. Hier gibt es auch niemanden zu befreien. Dann gehen wir mal dahin. Ja, komm, grab schreien. Oh ja, nett. Huch. Der herzlichen Glückwunsch. Was war das denn für ein Blick? Neue Waffe freigeschaltet. Osiris, eine Engelsense, die sehr gut dazu geeignet ist, große Gegnergruppen aus dem Weg zu räumen. Dann probieren wir das doch gleich mal aus. Ist aber schon noch ein bisschen schwach auf der Luft, ne? Ja, komm schon. Oh Gott, Bam. Schön. War's das schon? Oh, lässt du mich rein? Ich weiß, dass das nicht rot leuchtet oder so, aber ich kann dahinter gucken. Ich dachte, vielleicht können wir da durch oder so. Dann halt nicht. Oh, geh weg von mir! Ich hab gesagt, weg von mir! Mama, was tust du da? Warum machst du das? Huch, das war das Falsche. Ja. Komm endlich auf dir durch. Ja, komm schon, geh auf. Hm.
Schon wieder ein Konzeptionszeichen. Jetzt haben wir, was ist denn los? Und dort schalte ich irgendwelche Bildchen frei heute. Ach, mein bester Freund. Geht doch. War's das? Ja. Sehr gut, und zurück. Ich glaube, ich habe schon wieder einen Fertigkeitspunkt. Sag mal, was ist denn los? Ja, dann werden wir auch gleich Osiris mal verbessern. Nee, ich will, glaube ich, das... Ja, genau, den Rotor hätte ich gerne. Ja. Dankeschön. Bis dann. Na, wo seid ihr? Ich bin heute sehr schreckhaft. Ich bin schreckhaft. Ja, mach doch noch weiter weg. Mhm. Ob das eine Falle sein könnte? Wer weiß. Ja, Bild hänge ich auf. Ha! Nein, da komme ich nicht lang. Und da hätten sie schon lang gelaufen. Flup. Und flup. Ich bin gerade leicht überfordert von den ganzen Tasten, aber das wird schon. Das wird sich noch einstellen, ob ich mir das sage. Cool. Ja. Dachte ich auch gerade. Sehr gut. So, da hinten ist immer noch die eine Seele, an die wir nicht rankommen. Egal. Kommt schon noch. So. Hallo, Freunde. Was uns hier wohl erwartet? Aus seinem Säckchen. Säckchen Nummer 1. Achso, da hinten. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch noch was aus den Augenwinkeln gesehen gehabt. Säckchen Nummer 2. Es leuchtet blau. Eine blaue Rose. Erinnert mich so ein bisschen an das Tor von Stargate, wenn man da durchfliegt. Also von dem ganz früheren. Ich weiß, ich kenne die Serie nicht. Ich kenne nur den ersten Film, den es davon gab. Ja, das hier kennen wir ja schon. Dann gibt es wahrscheinlich jetzt wieder so ein Tutorial mit der neuen Waffe. So stelle ich mir das immer vor, wenn man auf einem Drogentrip ist übrigens. Ich habe da nicht so die Erfahrungen bisher sammeln können. Will ich auch gar nicht. Aber wenn man dann solche Bilder sehen würde, boah. Respekt. Dann kann ich verstehen, warum so viele das tagtäglich zu sich nehmen, so ein Zeug. Welches Zeug man auch immer dafür halt einnehmen müsste. Na komm schon. Haps, haps. Neufertigkeit freigeschaltet, Ophion-Engelsschwung. Indem du die Ophion-Peitsche auswirfst, kannst du Gegner oder Gegenstände ergreifen und Dante zu ihnen hinziehen. Okay. Hui, oh. Aber das würde ich auch gerne im echten Leben machen können. Zip. Das ist bestimmt geil, dieses Gefühl vom Fliegen. Hui. Ich stelle mir das cool vor. Aber mich zu Gegnern hinziehen würde ich eher ungern. Oh, nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Nett. Nice. Auf jeden Fall kann man so wesentlich schneller Strecken zurücklegen. Lalala, lalala. Geht doch gar nicht gut. La, 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 la. Ah,
Entschuldigung. Okay. Ich habe so spät gesehen, dass das, ja. Gibt es keinen Punkt mehr? Muss ich wieder hochspringen? Ach, die Säcke. Ich habe so spät gesehen, dass das rot war und nicht blau. Ja, endlich. Falsch. Was bringe ich hier wohl ans Licht? Gute Frage. Oh. Sexy Lady. Habt ihr sie gesehen? Wenn nicht, schaut nochmal genau hin. Woher kennst du meinen Namen? Nicht unsere Mutter. Woher kennst du meinen Namen? Das kleine dreckige. Ja. Ich hab ausweichen geguckt. Mist, dann. La, 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 la. Oh, sag mal. Yeah. Ist auch schön. Steht man da nicht in diesem Verkreis, ja, und zieht sich dann selbst wieder rein. Was ist denn los? Ja, wo bist du? Das gefällt mir alles nicht. Das gefällt mir nicht. Mit der Axt dein Arsch gespalten. So sieht das aus. Ach, diese Musik sagt mir wirklich zu. Ich will hier durch. Na, was ist das? Ich erinnere mich an meine Mutter. Ihr Name war Eva. Sie gab mir das. Ich hatte auch einen Bruder. Den du verdroschen hast. Wir waren eine Familie. Ich hatte keine Ahnung von der Gefahr, in der wir uns befanden. Die Dämonen fanden uns. Als sie einbrachen, sah ich ihn. Sie opferte sich, damit wir fliehen konnten. Ich werde nie vergessen, was er ihr antat. Es ist erstaunlich, dass er sie da schon hochheben konnte. Unser Vater, Sparda, schaffte mich und meinen Bruder fort. Er trennte uns, versteckte uns unter den Menschen, ließ uns vergessen, um uns zu schützen. Deshalb wussten wir nichts mehr. Bis jetzt. Darf man Spardas Gesicht eigentlich nicht sehen? Das würde mich echt mal interessieren. Ich meine, er ist ein verbannter Dämon, aber er wird sich doch wohl noch an sein Gesicht erinnern. Wer weiß das schon? Ja. Natürlich. Oh, 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 oh.
nichts wie raus hier. Das sehe ich auch so, glaub mir. Nein. Nix da, stop. Ah, ja, war ja klar. Immer ja, komm schon. Immer weiter, immer weiter. Oh. Geht doch. Du bist mein Bruder. Zwillingsbruder. Ich habe schon seit langer Zeit nach dir gesucht. Die haben wir von unserer Mutter. Ich glaube, sie hatte eine Vorahnung, dass wir aufeinandertreffen würden. Und unser Vater, Sparda? Verbannt, für immer. Man sagt, es wäre schlimmer als der Tod. Und er kann niemals zurück. Ich will mehr wissen. Woher kommen wir? Was ist mit uns passiert? Und vor allem, wer ist für all das verantwortlich? Oh. Mission abgeschlossen. Steampunkte. Oh, Triple S. Schön, ja, Zeit. Ja, kennt ihr, ich brauche immer lang und es gab zwei Kupferschlüssel und Türen und ja. Was? Oh nein. Savage. Ja, komm, Steampunkte Triple S. Das heißt, ich habe sie auf möglichst viele Arten mit verschiedenen Waffen hier niedergestreckt. Das finde ich super. Habe ich ganz toll gemacht. Ich klopfe mir gerade selbst auf die Schulter. Mhm. Ja, ist natürlich noch verbesserungswürdig. Ich will überall Triple S haben. Das ist mein Ziel. Und mein Gott, wie viele Seen habe ich denn übersehen? Wo sind die denn? Ich dachte, die kleben immer oben irgendwo an der Wand dran. Sind die auch im Boden versteckt oder? Naja, vielleicht werden wir in der nächsten Folge ein bisschen mehr finden. Wer weiß. Auf jeden Fall haben wir einen neuen Verbesserungspunkt, den wir dann beim nächsten Mal einsetzen können. Und wir machen mal erstmal wieder einen Cut. Und ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Ciao.